Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge Pokémon Mystery Dungeon. Ich muss mich als erstes mal entschuldigen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich aus Versehen die Liste der Namen, die sich mir anschließen wollen, falsch rum abgearbeitet. Ich habe jetzt erst die Leute genommen, die als letztes geschrieben haben und nicht die Leute, die als erstes geschrieben haben. Das hat sich aber jetzt sofort geändert. Das ist mir gerade durch Zufall aufgefallen. Es tut mir leid für alle, die ich bisher übergangen habe. Aber ihr kommt hoffentlich noch alle mit ins Paradies. In mein schönes Pokémon-Paradies. Ich finde dieses Biom immer noch richtig cool hier. Das macht richtig Spaß, durch diesen Wald zu tigern. Aber hier gibt es ziemlich wenig feindliche Pokémon. Was jetzt auch nicht gerade negativ ist. Aber ich würde gerne noch ein bisschen leveln ab und zu. Wahrscheinlich werden diese neuen Gebiete immer dadurch eingeläutet, dass man ein... Ja, macht ihr das mal ohne mich. Ihr macht das sehr gut. Indem man erst eine normale Mission... Drei, ja, ist klar. Indem man erst eine normale Mission machen muss in dem Gebiet, bevor man dann da regelmäßig Missionen drin kriegt. Das waren vier Pokémon hintereinander. Hier waren die also alle. Wie geht es überhaupt weiter hier von Ebene zu Ebene? Was muss ich suchen? Doch bestimmt nicht eine Treppe, oder? Also das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen, aber keine Treppe. Ich habe gerade keine Idee, wo es weitergehen könnte. Ach, da links noch ist was. Oh, ja, hallo. Tschüss. Gut gemacht. Das heißt, also es kann ja eigentlich da nur... Wieso rennst du da runter, du Lappen? Kann ja jetzt nur hier links irgendwo sein. Aber wenn das eine Treppe ist, dann lache ich. So, auf dich eine Treppe. Okay, ich muss lachen. Das ist total bescheuert. Wieso ist eine Treppe im Wald? Wollte ich auf die höheren Bäume klettern oder was? Oh, oh, ein Laubwald. Ein Dunkellaubwald. Oh, hallo. Hey, du. Ach, der will kämpfen. Hallo, dann stirb halt. Kannst dich auch gerne uns anschließen, wenn du magst. Aber nein, ihr wollt alle immer nur Stress. Keiner kommt einfach freiwillig mit ohne Theater. Ja, ich bin so stolz auf dich, Serpifeu, dass du dich wieder gebufft hast. Das ist, du bist so effektiv, meine Güte. Okay, wenn ich das richtig sehe... Ah, da ist eine Blume. Okay, dann gehen wir halt da rein. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir müssen. Wir gucken einfach, bis wir... Ja. Hä? Das scheint richtig gewesen zu sein. Oder ich habe mich verlaufen. Okay, das war wohl falsch. Oder? Was soll denn das? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Das werdet ihr mir sowieso in die Kommentare schreiben. Kenne ich doch. Was habe ich falsch gemacht? Wüsste das jetzt gerne. Das ist doch jetzt einfach... Geht doch weiter in den Wald. Oder vertue ich mich da? Tötet ihr das mal. Ich sammle das Geld ein. Ja, Serpifeu bufft sich, weil das kann. So, und dich machen wir mal doppelt schnell drauf. Dann sollte das auch erledigt sein. Oh, da ist noch ein Miri. Ich meine, ein Elzebar. Das ist richtig cool. Also hier lernt man wirklich die Namen der Pokémon. Das, was man sonst in keinem Pokémon-Spiel der Welt schafft, schafft man hier einfach, weil man sich andauernd damit auseinandersetzen muss. Das finde ich cool gemacht. Also das mal so eine Lernhilfe. So, ah, nächste Ebene schon. Das war einfach. Farmwald Ebene 3. Wo müssen wir jetzt hin? Theoretisch, wenn ich das jetzt richtig... Da sind die Liederblumen. Hey du, ach, der will auch nur kämpfen. Möchtest du sterben? Ja, bitte schön. Also besiegt werden? Ich töte ja keinen. Ich sehe keine Schnitte. Kannst dich uns gerne anschließen. Hallo, uns anschließen, nicht weglaufen. Also irgendwie... Da sind jetzt rote Blumen. Aber erst noch ein Pokémon bekämpfen. Weil wir können's. Toll. Viridium trifft natürlich nicht. Okay, rote Blumen. Rote Blumen standen am Anfang. Rote Blumen stehen... Ah, Ebene 4. Das scheint also relativ richtig zu sein. Neue Ebene. Gut. Das muss man aber erstmal verstehen. Oh, hallo. Wollt ihr besiegt werden? Yeah, Level Up für mich. Level 15. Geil. Gibt wieder jede Menge neue Stats. Ich weiß zwar nicht gerade, wovon Viridium Schaden gekriegt hat, aber irgendwie hat die Schaden bekommen von irgendeiner Nachwirkungsfähigkeit. Kratzer hatten wir so lange schon nicht mehr. Boah, das macht ja mal überhaupt keinen Schaden. Warum nicht?
Kratzer ist fast wirkungslos. Du bist von einem Feuerwirbel eingeschlossen und kannst dich nicht mehr fortbewegen. Du kannst jedoch weiterhin Items-Attacken einsetzen. Okay. Feuerwirbel, ja gut, dann. Okay. Wenn Kratzer ineffektiv ist, Drache gegen Feuer oder so. Aua, ja. Jetzt einfach die Zeit vergehen lassen, dann kann ich mich wieder bewegen. Das war Sackgasse. Es ist sehr, ja. Interessant, was die alle für Fähigkeiten haben. Nee, du willst mich nie nochmal in so einem Scheiß einschließen. Da besiege ich dich lieber mit einer starken Attacke. Ich will nur nicht meine ganzen AP verbrauchen. Gut, ich habe ja Elixiere, aber ihr kennt das. Ich benutze so ungerne Items. Ich weiß auch nicht warum, aber ich will sie halt nicht verbrauchen. Stell dir mal vor, ich brauche die für eine wichtige Situation und nicht so im Wald, ja? Wo man auch theoretisch einfach warten könnte oder... Ich habe so ein ganzes Team. Ich müsste das durchschalten können. Ich müsste jetzt einfach sagen, yo, jetzt spiele ich Viridium und alle anderen hinter Viridium hinterher. Und dann könnte ich nämlich mit dem Level 21er Pokémon spielen, was ein bisschen stärker ist. So, jetzt können wir... Was? Mein Inventar ist schon wieder voll. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben doch gar nicht so viel eingesammelt, oder doch? Guckt euch das mal an. Wie viel Zeug da schon wieder drin ist. Ich hätte doch mal eben zur Kiste gehen sollen. Ja, dann bleibt die Sinnebeere halt hier, was soll's. So, jetzt müssten wir im letzten Gebiet sein. Was ist das? Ich bin da ganz im Tief in den Wald vorgedrungen. Nein, nein. Ja, wieso? Jetzt könnte ich hier einen guten Fund machen. Hoffentlich finde ich was Schönes. Dann will ich mal die Augen offen halten. Lass dich nicht erwischen von dem bösen Pokémon, nein. Nanu, warum ist denn an dieser Stelle die Erde so komisch aufgeworfen? Sieht fast so aus, als ob... Sieht das so aus, als ob da etwas vergraben wäre. Ich fange besser mal an zu graben. Oh, Pokémon-Karten. Wahnsinn, ein roter Edelstein. Wie wunderschön, wenn ich den mitbringe. Wie sie sich sicher freuen. Und Pokémon-Karten. Was haben wir denn hier noch? Das sind aber seltsame Muster. Was ist da los? Was ist da los? Das gefällt mir nicht. Ach, Flior, bleibt der halt hier. Ich finde, wir haben eh genug Items schon. So, mit dem ganzen Scheiß auch. Ich hasse dieses Feuerdingsbums. So. Wir brauchen hier ja gar nichts machen, außer einfach die Treppe hochgehen. Ja, ist jetzt gut. Du hast deine Attacke. Du darfst mich nicht polarisieren. Das ist verboten. Das ist gegen die Regeln. Lies mal schließlich das Balui-Regelsbuch. Ich sollte das vielleicht mal an Nintendo schicken. Was haltet ihr denn von der Idee? Nintendo wird sich den sicher annehmen. Balui-Regelbuch. Balui darf nicht polarisiert, angegriffen, also paralysiert oder verwirrt werden. Ist einfach verboten. Alter! Wie wir alle gleich polarisiert sind. Okay, Serpifeu ist Level 15 geworden. Schön. Kriegt auch ein paar neue Attribute. Vielleicht auch mal eine neue Attacke, damit ich das Waffen wegmachen kann. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Jetzt müssen wir echt warten, bis die Polarüse vorbei ist. Theoretisch kann ich doch jetzt die Leiter hochgehen, oder ist das eine blöde Idee? Oh, ich habe... Quiekel möchte ins Team aufgenommen werden. Nimmst du Quiekel auf? Ja, klar. Und Quiekel bekommt jetzt den Namen... Ich gehe jetzt auch von oben runter. Nämlich von Lisa. Lisa wird ein Quiekel. Schön, Lisa. Willkommen im Paradies. Jetzt haben wir nämlich schon wieder den Stylus-Stift nicht. Aber Lisa ist ja auch kein so langer Name. Lisa, ganz sicher. Ja, klar. Lisa ist jetzt im Team. Willkommen, Lisa. Ich wünsche dir viel Spaß im Paradies. Hab deine Freude dort. Und spiel mit den anderen... Weiß ich auch nicht. Mensch, ärgere dich nicht oder so. Balui, ärgere dich nicht, könnt ihr spielen. Das ist ein ganz tolles Spiel, habe ich gehört. Aber wenn jetzt gerade diese Zwischenebene, da kommt jetzt bestimmt ein Bossfight. Das könnte ich mir vorstellen. Oh, der hat auch noch Geld da gelassen. Du hast dein Geld vergessen. Wir gehen jetzt einfach die Etage hoch. Da könnte ja jetzt theoretisch der Bossfight auf uns warten. Im Farmwald. Okay. Oder auch nicht. Oh, ich habe was gefunden. Ein Allfluchtorb. Was? Fliege ich da ins All? Moment, dafür kann ich ein Item wegtun. Zum Beispiel ein... Och, ist das ätzend.
Wenn wir so viel Zeug haben. Ich kann auch nichts hinschmeißen, oder? Ah, hier, Sehnebeere essen. Balui, guten Appetit. Nimm den Orb mit, der ist wichtig. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. So, jetzt müssen wir... Halt, jetzt müssen wir irgendwie... Da sind gelbe Blumen, ich glaube, das ist falsch. Wir sind den roten Blumen gefolgt, da müssen wir auch hier noch weiter folgen. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass man im Kreis läuft. Denke ich zumindest so. Ja, seht ihr, Ebene 7 ist also richtig. Sonst fängt man wieder von vorne an. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt schon der Fight kommt, weil meine ganzen APs aufgeladen worden sind. Aber anscheinend haben sie es noch nicht nötig, mich gegen den Boss kämpfen zu lassen. Wer weiß, was da auch auf mich zukommt. Ich bin selber sehr gespannt. Ich mache einfach die ganze Zeit Doppelattacke. Die haben alle keine Chance. Der Angriff ist ja mal ultra stark. Den werde ich niemals weggeben. Niemals. Außerdem, wenn ich ihn weggeben würde, würde Miri mich erschießen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich mag mein Leben. Deshalb bin ich lieber artig. Gut, was haben... Oh, hier ist noch so ein Vogel. Flapterix. Wie, Drache? Angriff hat keine Fee... Ah, geht doch. Flapterix möchte ins Team aufgenommen werden. Nimmst du Flapterix auf? Natürlich! Ein Pokémon derselben Art befindet sich bereits im Team. Ja, ist egal. Bitte wähle einen Spitznamen für Flapterix. Und zwar ist das Meiner HD. Das muss ich mit dem Stift machen. Meiner M-I... Hoffentlich passt das HD noch. Meiner HD. Willkommen, Meiner HD, im Paradies. Ich wünsche dir viel Spaß mit den anderen Pokémon. Spiel schön und habe eine schöne Zeit und back dir ein leckeres Eis. So, Meiner HD zurückschicken. Na klar. Gar kein Problem. Schön, 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 schön. Jetzt müssen wir nur noch die Treppe finden, die uns zum Boss führt. Da ist sie schon. Da ist noch ein Item, was wir vielleicht noch einsammeln sollten. Ein Tope-Elixier. Weißt du was? Ich habe so viele Tope-Elixier, dass ich jetzt einfach eins benutze. So, da habe ich meine ganzen Attacken wieder. Oh, Level von Miri ist auf 14 aufgeschrieben. Yay, Level ist Miri. Miris Level up, meine ich. Cool. Dann hat sie wieder ein paar mehr HP und überlebt vielleicht auch mal einen Kampf, wenn sie alleine rumtigert. Kann das aber sein, dass Miri ziemlich schlechte... Die Miri ist schlecht EV und DV trainiert, weil sie nämlich so wenig HP hat. Das ist echt makaber. So, Ebene 8. Ach, okay. Es ist also noch nicht die Ebene mit dem Boss. Gut, da ist noch ein Miri. Ein Elzebar. Naja, du komisches Pferd. Drachenmut. Burn, baby, burn, la la la, la la la, burn, baby, burn. Man kann also anscheinend von jedem Pokémon auch mehrere haben. Gibt es da eine Begrenzung? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Gibt es eine Begrenzung, wie viele Pokémon ich überhaupt im Paradies haben darf? Und wie viele unterschiedliche oder so? Ich wäre nämlich doof, wenn ich... Was ist das? Oh nein, die rote Tür. Nein, nein, nein. Aua. Das ist ein Doppelhiebensweg, du Blödmann. Eine rote Tür war bisher... Naja, also das war mein erster Tod und deswegen nö. Weitergehen, ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind beim Boss. Wir sind ja ganz schön weit vorgedrungen. Balui, da drüben. Da sieht mir doch glatt nach einer Lichtung aus. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Hier wurde das Pokémon entführt. Folikon, hier hast du also gesteckt. Oh, entschuldige. Wir wollten dich nicht erschrecken. Was wollt ihr? Wir sind hier, um dich wieder nach Hause zu bringen. Lass uns schnell zurückgehen. Ihr wollt mich nach Hause bringen? Eigentlich wollte ich sowieso gerade den Heimweg antreten. Ich bin außerdem ziemlich oft hier und brauche daher faktisch gar keine Hilfe. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so in Sorge um mich seid. Du weißt aber schon, dass eine Mitteilung im Lauf ist, die davor warnt, das Haus zu verlassen. Es ist definitiv Vorsicht angesagt. Auch deine Mutter macht sich große Sorgen. Du solltest ihr nicht so viel Kummer bereiten, meinst du nicht? Das stimmt. Angeblich wurde in der Gegend ein verdächtiges Pokémon gesichtet. Das heißt, hier ist es auch nicht sicher. Tja, ein Glück jedenfalls, dass du diesem Pokémon nicht über den Weg gelaufen bist.
Komm, gehen wir nach Hause. Das war jetzt ein... Oh, ich habe mich auf den Kampf gefreut. Hallo, was soll denn das? Och, Mann, was soll denn das? Ich habe mich so auf einen epischen Fight gefreut. Mama! Bist du in Ordnung? Ich habe mir ja so Sorgen gemacht. Tut mir leid, Mama. Ich bin losgezogen, um das hier für dich aufzustöbern. Ist das etwa... Es ist ein roter Edelstein. Sieht echt aus wie ein Juwel. Wunderschön, oder? Ich wollte dir unbedingt was schenken. Weil du doch Geburtstag hast. Oh, wie süß. Ach, du bist so lieb. Aber das war ganz schön leichtsinnig. Trotzdem vielen Dank. Oh, wie süß. Ich hab mir auch Sorgen gemacht. Jawohl. Warum musstest du unbedingt alleine losziehen? Hättest du mir doch gesagt, dass du dich auf der Suche nach einem Geschenk machst, dann wäre ich nämlich auch mitgekommen. Tut mir leid, Jorkneff. Abschleck. Da könnte Early könnte so ein Hund sein. Ich glaube, wenn ich so einen Jorkneff kriege, dann nenne ich ihn Early Boy. Weil der schleckt auch die ganze Zeit nur. Malui, Serpifoy, ich weiß gar nicht, wie ich euch für das, was ihr getan habt, danken soll. Nehmt das hier bitte als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Stärke-Memo? Okay, was ist das? Ein blauer Schlüssel, super. Oh, schön Geld, ja, super. So, dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Tut mir leid, dass ich euch allen Sorgen bereitet habe. Danke, Baloo, ihr seid mir voll. Auf Wiedersehen. Macht's gut, war ein schönes Abenteuer, danke. Ach ja, ist ja nochmal alles gut ausgegangen, was? Ich bin echt froh, dass Fodikon nichts passiert ist. Richtig gute Freunde, die zwei Kleinen, was? Ja, das wird einem irgendwie ganz, da wird einem irgendwie ganz warm ums Herz. Schon schön, oder? Wenn man eine Familie und so gute Freunde hat, meine ich. Familie und Freunde. Jetzt, wo ich da darüber nachdenke, ich frag mich, wo wohl die Familie von Serpifoy ist. Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Bisher habe ich irgendwie nie darüber nachgedacht. Ja, ich möchte den Spielstand speichern. Und ich würde sagen, genau an dieser Stelle beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen zur nächsten Folge Pokémon Mystery Dungeon. Danke fürs Zuschauen, haut rein und macht's gut. Tschüss.